Willkommen nun zu Top 55 der Tagesordnung, den Antrag der Aktuellen Stunde Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Hessen als Pionier nachhaltiger Mobilität. Und als Erstes darf ich Frau Walter das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Besucher! Anfang Mai wurde mit dem E-Highway-Projekt ELISA die erste Teststrecke für elektrische Lastwagen mit Oberleitung in Deutschland hier bei uns in Hessen eröffnet. Und wir können stolz sein auf dieses Projekt, an dem Hessen Mobil und die TU Darmstadt federführend beteiligt sind. Auf insgesamt 10 Autobahnkilometern auf der A5 zwischen Langmürfelden und Weiterstadt werden hier alle relevanten verkehrs-, energietechnischen, ökologischen und ökonomischen Aspekte untersucht, die für einen späteren Ausbau des Systems im Bereich des klimaneutralen Transports von Gütern wichtig sind. Und diese Tests sind mehr als nötig. Denn während die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen im Bereich der Industrie, der Energie und der Haushalte um jeweils 30% gesunken sind, haben sie im Verkehrsbereich seit 1990 um 25% zugenommen. Und der Verkehr, und hier speziell der Güterverkehr, werden weiter wachsen. Prognosen der Bundesregierung gehen von einem Wachstum des Güterverkehrs bis 2030 verglichen mit 2010 von 40% aus. Dabei kann die Zunahme nicht alleine durch die forcierte Verlagerung der Transporte auf die umweltfreundliche Schiene bewältigt werden. Die vom Umweltbundesamt in Auftrag gegebene Studie Klimaschutzbeitrag des Verkehrs bis 2050 zeigt, dass bis 2050 die Verkehrsleistung der Schiene im Vergleich zu heute zwar auf mehr als das 2,5-fache gesteigert werden kann. Selbst dann verbleiben aber immer noch 60% der Gütertransportleistungen auf der Straße. Deshalb müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes mehrgleisig fahren. Wir müssen Gütertransporte auf die Schiene verlagern. Das hat für uns oberste Priorität. Um den Schienengüterverkehr in Hessen zu stärken, wurde im Juni 2018 das Förderprogramm Schienengüterverkehr reaktiviert. Mit Landesmitteln werden hier z.B. die Sanierung von Gleisanschlüssen und die Reaktivierung, Sanierung und Erweiterung bzw. der Neubau von Industriestammgleisen angegangen. Auch an den Lärmschutz an den Gütertrassen haben wir gedacht. Denn wir dürfen die Menschen mit den Belastungen aus der Verkehrswende nicht alleine lassen. Wir müssen aber auch die Binnenschifffahrt stärken, da Binnenschiffe im Vergleich zu Lkw mehr Güter und im Besonderen auch schwerere Güter transportieren können und zudem leiser sind. Dazu wollen wir uns auf der Bundesebene und im zugehörigen Beirat dafür einsetzen, dass so wichtige Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan wie die Ablade-Optimierung der Fahrrinnen am Mittelrhein deutlich vor 2030 umgesetzt werden. Allen Anstrengungen beim Bahnausbau und der Binnenschifffahrt zum Trotz, LKWs haben im Güterverkehr der Zukunft auch künftig ihre Rolle. Nicht jedoch auf Langstrecken wie jetzt, sondern als flexible Mittel- und Kurzstreckenlösungen. Diese Rolle sollen sie allerdings unbedingt klimaneutral spielen. Und genau dazu braucht es den Feldversuch hier in Hessen, dem übrigens in Kürze zwei weitere auf der A1 bei Lübeck bzw. der B462 bei Kuppenheim in Baden-Württemberg folgen werden. Die Hessische Landesregierung hat 2015 das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 beschlossen. Der integrierte Klimaschutzplan 2025 ist hierfür das zentrale Instrument. Die im Plan beschriebenen Maßnahmen für den Verkehrssektor umfassen ausdrücklich auch die Förderung emissionsarmer und effizienter Antriebe sowie den klimafreundlichen Güterverkehr durch die Elektrifizierung von Flotten. Auch die Maßnahmen des Aktionsplans Mobiles Hessen 2020 stehen unter der Maßgabe, eine nachhaltige und umweltverträgliche Mobilität zu gewährleisten. Daher hat sich das Land Hessen um die Durchführung des Feldversuchs
zur Erprobung elektrisch angetriebener Lkw per Oberleitung beworben. Das durch das Bundesumweltministerium bis dato mit 15 Millionen € finanzierte Projekt EHIW Hessen knüpft somit direkt an die Ziele der Landesregierung an und leistet einen wichtigen Beitrag, die Vision eines weitgehend emissionsfreien Straßengüterverkehrs bereits in naher Zukunft verwirklichen zu können. Der Strom für die Pilotanlage wird übrigens zu 100% aus erneuerbaren Energien bereitgestellt. Frau Walter, kommen Sie bitte zum Schluss. Damit Fahrzeuge im Bereich der Oberleitung auch wirklich klimaneutral fahren. Meine Damen und Herren, Hessen ist eine Verkehrsdrehscheibe Europas. Mobilität und Logistik sind bedeutende Wirtschaftsfaktoren auch in unserer Region. Mit dem ELISA-Projekt probieren wir, beides voranzutreiben. Ein Verkehrssystem, das den Ansprüchen der Unternehmen genügt, weniger Lärm verursacht, gleichzeitig auch aber ökologisch sinnvoll und daher gut für den Menschen ist. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war die erste Rede der Abgeordneten Frau Walter. Herzlichen Glückwunsch. Als Nächsten darf ich Herrn Dr. Naas von der FDP an das Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aktuelle Stunden sind ja interpretationsfähig. Das haben wir heute Morgen wieder gesehen, was so die Themenspannbreite und die Ausgestaltung des Themas angeht. Aber auch hier bei der Aktuellen Stunde der GRÜNEN hat man es ja mit einem sehr geheimnisvollen Titel zu tun, nämlich Hessen als Pionier nachhaltiger Mobilität. Ja, was kann das sein, war mein erster Gedanke. Drei Hinweise sind gegeben. Also, wir müssen Pionier sein, es muss nachhaltig sein und es hat irgendwas mit Mobilität zu tun, weil mir ist zunächst mal nichts eingefallen. Dann war mein erster Gedanke, es könnte sich um Seilbahnen handeln. Da ist aber der Minister ja nicht so euphorisch, deswegen sprach irgendwie Seilbahnen. Der ein oder andere Standort wird hier auch schon kaputt geredet. Deswegen dachte ich, Seilbahnen können es nicht sein. Mein zweiter Gedanke war dann der Straßenbau. Ja, da ist es auch relativ leicht. Neue Landesstraßen gibt es nicht. Und die Instandsetzung, na ja, da ist es halt so, dass die Preissteigerung höher ist als die Zuwächse im Haushalt. Also kommt eigentlich für dieses Thema auch nicht in Frage. Was bleibt als Drittes? Die Binnenschifffahrt. Die Kollegin Walter hat es schon genannt. In der Tat ein gemeinsames Projekt. Aber ob man da sagen kann, Pionier, weil das machen wir eigentlich seit 200 Jahren am Rhein, das ist eigentlich auch kein gutes Thema. Aber zum Glück kam dann die Presseerklärung des Kollegen Frömmrich, die alles aufgeklärt hat, im Vorfeld schon, nämlich ELISA ist gemeint, nämlich der oberleitungsgebundene elektrische Betrieb von schweren Nutzfahrzeugen für den Güterverkehr. Ist ein Zungenbrecher. Ich sage Ihnen mal, wie man es leichter sagen kann. Eisenbahn. Reden Sie mal mit der Eisenbahnindustrie in Nordhessen, was die von dieser Idee hält. Denn da gibt es das schon. Und ja, ich war auf der Einweihung. Ich habe alle Argumente gehört, die für diese angeblich für diese 5 Kilometer große Teststrecke, lange Teststrecke sprechen sollen. Natürlich die Batterie, der Aufladevorgang, Dieselmotor ist trotzdem immer noch dabei. Aber man muss sich auch mal die Zahlen so ein bisschen gegenwärtigen. Wir haben hier 5 Kilometer auf jeder Seite gebaut. Das hat 34 Millionen € gekostet. Das sind 280 Stahlmasten. Fünf, sage und schreibe, 5 LKWs verkehren da jetzt. Und die sollen 20.000 € Kraftstoff sparen auf 100 Kilometer. Das heißt, wenn die einmal fahren zwischen Weiterstadt und Darmstadt, dann ist das 1 Euro Einsparung. Das heißt, jeder LKW muss sozusagen 10.000 Mal fahren in jede Richtung. Dann hätten wir diese Einsparung wirklich dann auch vorgenommen. Ich habe so meine Zweifel, dass das die große Innovation ist. Der
Chef von Hessen Mobil hat es ja mit den Erfindungen Leonardo da Vincis verglichen. Kollege Deutschendorf ist mein Zeuge. Da hätte ich auch so meine Zweifel, ob dieser Vergleich am Ende so trägt. Wir sagen, Forschung ist gut, und wir wollen auf allen Gebieten forschen. Nur machen Sie es dann auch bitte auf allen Gebieten. Forschen Sie auch bei den synthetischen Kraftstoffen. Verengen Sie Ihre Forschung nicht ideologisch. Legen Sie sich im Vorfeld nicht fest, sondern forschen Sie ergebnisoffen und forschen Sie breit. Und nicht nur das, was Ihnen gerade passt, sondern forschen Sie auch auf anderen Gebieten. Das ist unser Beitrag hier, und den sollten Sie berücksichtigen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, als Nächstes hat sich Herr Knut John von der SPD zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich wünschte mir, dass die Pionierphase der Hessischen Landesregierung hinsichtlich der Mobilität schon durch wäre und wir hätten eine wirklich nachhaltige Mobilität zu verzeichnen. Mobilität, und das wissen wir alle, ist die Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben. Die Menschen wollen, nein, sie müssen mobil sein, damit sie schnell und bequem zur Arbeit kommen. Sie erwarten, dass die Geschäfte pünktlich mit allen Waren versorgt sind. Gleichzeitig ärgern wir uns über Staus, Verkehrslärm, Abgase und verbaute Landschaften. Was muss aber unser Anspruch sein? Unser Anspruch muss sein, dass wir unserer zukünftigen Generation dieselben Chancen auf ein erfülltes Leben garantieren. Deshalb, gerade deshalb müssen wir auch im Bereich Verkehr nachhaltig handeln. Wir wissen, dass vom Verkehr erhebliche Bedrohungen für die Umwelt und für die Menschen, für die menschliche Gesundheit ausgehen. Das hat übrigens auch der Ministerpräsident heute Morgen gesagt. Und das ist auch fast bei allen unbestritten. Grundlegendes Ziel einer modernen Verkehrs- und Umweltpolitik muss daher sein, die gesellschaftliche notwendige Mobilität möglichst umweltverträglich zu gestalten. Nachhaltige Mobilität geht dabei weit über den effizienten Einsatz von Transportmitteln hinaus. Sie beinhaltet wichtige Kriterien des Klimaschutzes. Übrigens 20% der Treibhausgase stammen aus dem Verkehrssektor. Wenn wir mal auf die Ist-Situation schauen, und jetzt komme ich zur Schiene und zum Auto, dann ist es schon merkwürdig, dass die Teuerungsrate bei der Schiene verglichen 2000 zu 2010 bei 45% lag und die Teuerungsrate beim Auto, alle Kosten zusammengenommen, bei 25% lag. So kann man keine nachhaltige Politik machen. Seit 2010 ist der Preisanstieg der Schiene stetig gestiegen, wohingegen der Preisanstieg des Autos sehr moderat anfällt. Kein Wunder, dass in Deutschland 80% des Personenverkehrs auf dem Auto lasten. Und der Automarkt wächst trotz sinkender Bevölkerungszahl weiter. Der Güterverkehr, das hat die Kollegin vorhin gesagt, beträgt derzeit 75%, der auf der Straße stattfindet. Der Schienenverkehr, wo bleibt er eigentlich? Wo sind Ihre Maßnahmen, die Sie im Koalitionsvertrag beschrieben haben? Solange die Trassenmaut höher ist als die Lkw-Maut, muss man sich schon fragen, wo ist das Ziel oder was ist das Ziel, Herr Minister? Ganzheitlich betrachtet muss man sehr deutlich trennen zwischen Ballungsraum und dem ländlichen Raum. Während der ländliche Raum immer mehr Einwohner verliert, wächst der Ballungsraum, und wir erleben tagtäglich einen Kollaps eigentlich im Rhein-Main-Gebiet. Woran liegt das? Ich kriege es übrigens immer dann zu spüren, wenn ich nach Wiesbaden fahre. Ich habe es noch nie geschafft, ohne Stau hierher zu kommen. Das liegt daran, dass die Einpendler, ja, die nehme ich auch von Zeit zu Zeit, aber manchmal geht es auch nicht.
Ich wohne auf dem Land. Die Einpendler nach Frankfurt verstopfen bereits kurz hinterm Reiskirchener Dreieck die Autobahn, und bis Frankfurt geht dann nichts mehr. Der Abfluss aus den Abfahrten kann nicht erfolgen. Ich will ein Beispiel aus Nidda nehmen. Das ist ja gar nicht so weit. In Nidda gibt es einen Bahnhof. Wenn Sie von Nidda in das Mertonviertel fahren wollen zur Arbeit, dann brauchen Sie mit dem Zug etwa 1,5 bis 2 Stunden, müssen viermal umsteigen. Fahren Sie mit dem Auto, dann ist trotz einkalkulierten Staus etwa 45 Minuten Zeit notwendig. Ja, deswegen ist der Individualverkehr auf dem Land so hoch. Wenn ich auf meinen Kreis schaue, den Werra-Meißner-Kreis, Eschwege ist ja heute schon genannt worden, dann haben wir im Werra-Meißner-Kreis die höchste Auspendlerquote von allen Kreisen. Das bedeutet, der CO2-Fußabdruck, den der Werra-Meißner-Kreis zwangsverordnet durch Auspendlung hinterlässt, der ist schon enorm hoch. Und hier muss man sich fragen, welche Maßnahme schlagen Sie, liebe Landesregierung, ganzheitlich vor? Und ich bin immer dafür. Herr John, kommen Sie bitte zum Schluss. Die Redezeit ist abgelaufen. Wenn Sie Behörden und Bildungseinrichtungen und Hochschulen auch aufs Land, dann haben Sie gleich zwei Ziele, die Sie ja auch im Koalitionsvertrag gebracht haben, zwei Ziele erreicht. Die Menschen bleiben auf dem Land, sie müssen nicht auspendeln. Und das Nächste, und das möchte ich gerne noch sagen, wenn wir auf einen Mobilitätstrend schauen, dann müssen wir auch aufs Fahrrad schauen. Und hier haben Sie es bisher nicht geschafft, Fahrradschnellwege anzuschaffen bzw. bauen zu lassen. Sie müssen, ja, ganz wenige, also nicht das, was Sie vorhaben, sondern ganz wenige. Und wenn Sie es wirklich ernst nehmen, dann statten Sie die Kommunen so aus, dass sie Fahrradwege, Schnellwege bauen können. Machen Sie nicht den gleichen Fehler wie bei den Straßenausbaubeiträgen und lassen Sie die Kommunen im Regen stehen. Und als Letztes möchte ich noch ganz kurz bemerken, fördern Sie, was zu fördern ist. Fördern Sie die neuen Technologien und ganz schnell Mikroelektronik, Konzepte neuer Mobilität. Fördern Sie vor allen Dingen. Bitte kommen Sie zum Schluss. Und hier komme ich zum Schluss. Ich hoffe, dass das eine oder andere in Ihrem Pioniergeist doch geweckt ist, und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Danke. Meine Damen und Herren, auch das war die erste Rede des Abgeordneten John. Herzlichen Glückwunsch. Als Nächstes darf ich Herrn Abgeordneten Meißner von der CDU ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Setzpunkt der GRÜNEN, Hessen als Pioniere nachhaltiger Mobilität, soll deutlich machen, dass wir in Hessen schon längere Zeit auf dem Gebiet der nachhaltigen Mobilität wegbereitend arbeiten und bahnbrechende Entwicklungen die notwendige Unterstützung bieten. Denn das ist die Übersetzung von Pionierarbeit. Aktuell ist hier sicherlich das Projekt ELISA zu nennen. Auf der Bundesautobahn haben wir schon gehört, A5 zwischen den Anschlussstellen Langenmöhrfelden und Weiterstadt ist ein ca. 10 km langer Streckenabschnitt erstellt worden, um die Elektrifizierung des Lastverkehrs zu testen. Ziel des Projektes ELISA ist es, die Vision eines klimaneutralen Fahrens im Rahmen logistischer Wertschöpfungsketten bei gleichbleibender Transportkapazität zu unterstützen. So ist die Formulierung. Aktuell leisten wir hier Pionierarbeit, die, so das Projekt positiv bewertet wird, zu einem immensen Schub im Lkw-Verkehr bzw. bei oberleitungsgebundenen schweren Nutzfahrzeugen führen wird. Hierfür verfügt Hessen als Logistikstandort über hervorragende Expertise und breite Erfahrung. Zu erwähnen bleibt auch, dass eine Konkurrenz zum Schienenverkehr aber vermieden werden muss. Aber ich möchte auch die Gelegenheit nutzen und einmal eine Vielzahl an Projekten nennen, die uns als Pioniere und große Unterstützer der nachhaltigen Mobilität in Hessen ausweisen.
Die Initiative Strom bewegt in Hessen ist ein Überbegriff für die Elektromobilität in Hessen. Und hierunter fallen z.B. die hessische Polizei erhält 57 Elektrofahrzeuge, der Pilotbetrieb Müllfahrzeuge mit erdgaselektrischem Antrieb. Greenway 2020 arbeitet daran, die Logistikdienstleister auf 100% elektrischen Antrieb umzurüsten. Das E-Lastenrad-Verleihsystem erklärt sich im Namen selbst. Förderprojekt Ladeinfrastruktur, mit dem die Ladestellen und Lademöglichkeiten in Hessen wesentlich verbessert werden sollen. Ampere beschäftigt sich mit der Teilelektrifizierung der Buslinie zum Flughafen Frankfurt. Bürgerbusse, die teilweise schon elektrisch betrieben werden. Die Förderung von Tools und Links wie den Kostenrechner für E-Autos und den Elektroauto-Routenplaner. E-Mono beinhaltet die Elektromobilität kommunaler Fahrzeuge. Ziel ist es hier, ein kommunales Nutzfahrzeug auf Elektrobasis zu entwickeln. E-More ist die Elektromobilität in der Rhön. Hier wird auch die Ladeinfrastruktur verbessert und E-Fahrzeuge eingesetzt bzw. angeschafft. Der Energiewohnpark Biblis. Hier sollen Smart Homes entstehen mit entsprechender ökologischer Nachhaltigkeit. E-Port An beschäftigt sich mit der Reduktion von Bodenemissionen am Flughafen Frankfurt. E-Bus for Fraport für den Einsatz von E-Bussen am Airport. Moni beschäftigt sich mit der Intensivierung der Nachhaltigkeit rund um den Flughafen Frankfurt. E-Lotse ist ein Programm zur Schulung von Mitarbeitern in Bezug zukunftsorientierter Mobilität in den Kommunen. E-Coach ist ein Programm zur Beratung, um den Einsatz von Elektrobussen zu verbessern. E-Momo ist ein Programm, das sich mit Elektrofahrzeugen für Firmen und Kommunen beschäftigt. E-Beschaffung Hessen ist ein Projekt für die Anschaffung bzw. das Leasing von E-Fahrzeugen in der hessischen Landesverwaltung. Comecan ist ein Programm für kommunales E-Carsharing. E-Molz 2020 ist ein Projekt für die E-Mobilität von schweren LKWs auf Kurzstrecken. Fördern und verbessern soll das Ganze diese Arbeit. Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Auszug aus der Vielzahl an Projekten wird, glaube ich, deutlich, dass wir in Hessen in Bezug auf nachhaltige Mobilität und hier insbesondere in Bezug auf die E-Mobilität starke Akzente setzen und durchaus auch Pionierarbeit leisten. Zusammengefasst, meine Damen und Herren, zusammengefasst kann man es ganz einfach formulieren: An Hessen führt kein Weg vorbei. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, als nächstes hat sich Herr Enners von der AfD zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn die GRÜNEN von Pionieren sprechen, dürfte es aufgrund der jüngsten Erfahrung mit der grünen Politik weder um den technischen noch um den wirtschaftlichen Fortschritt Deutschlands gehen. Wie auch, wenn allen voran Ihr Vorsitzender Anton Hofreiter in seinem Thesenpapier vom 8.4.2019 folgende Maßnahmen durchsetzen will: Verbot des Verbrennungsmotors bis 2030, Verdopplung der Kosten für Autofahrer, höhere Kfz-Steuern für Pkw mit Verbrennungsmotoren, Fahrverbote in den Innenstädten, Rückbau der Autostraßeninfrastruktur. Wenn das ein Teil Ihres Konzeptes für Hessen als Pionier nachhaltiger Mobilität sein soll, dann gute Nacht für den Wirtschaftsstandort Hessen. Solche Vorschläge ignorieren vollkommen, dass die Automobilindustrie in Hessen mit 14 Milliarden € Umsatz und 46.000 Direktbeschäftigten einer der wichtigsten Arbeitgeber ist. Hinzu kommen Tausende weitere Beschäftigte bei den Zulieferunternehmen aus anderen Bereichen wie der Elektroindustrie, Maschinenbau, Gummi- und Kunststoffindustrie. Wenn also Hofreiters Totalverbot für Benziner und Diesel bis 2030 auch in Hessen von Ihnen durchgesetzt wird, was wird aus den Arbeitsplätzen? Laut Hofreiter soll ein Arbeitspakt und ein staatliches Transformationskurzarbeitergeld die wirtschaftlichen Folgen des Jobverlustes abfedern. Also ist der Verlust von vielen Tausenden Jobs bei Ihnen schon einkalkuliert. Da sagen wir: Nein, danke.
Während der Einfluss des deutschen Klimaschutzes auf das Weltklima minimal bis unbedeutend bleiben wird und die Hauptverursacher China, USA und Indien nicht einmal ansatzweise mitziehen, sondern fleißig neue Kohlekraftwerke bauen, wird die deutsche Industrielandschaft von ihren Verboten und Vorschriften nachhaltig zerstört. Diese Zerstörung ist das einzig Nachhaltige an Ihrem Plan und gleichzusetzen mit den Pionierleistungen im Geiste der ehemaligen DDR und ihrer Planwirtschaft. Ihr aktuelles Thesenpapier ist ein Sammelsurium aus Verboten, Verteuerungen und industriefeindlichen Maßnahmen. Weiter setzen Sie in Ihrem Thesenpapier ausschließlich auf Elektromobilität als grünes Rezept für den zukünftigen Individualverkehr. Nur, wer kann sich teure Elektroautos leisten, und wo kommt eigentlich der ganze Strom her? Und wie wollen Sie die Leitungsinfrastruktur in den Städten erneuern, die nicht für eine komplette Elektromobilität ausgelegt ist? Viele namhafte Automobilhersteller, wie z.B. BMW-Vorstandschef Harald Krüger, sehen Elektromobilität lediglich als eine mögliche Antriebsart für den Individualverkehr in der Zukunft. Die Energiebilanz eines Elektrofahrzeuges von der Rohstoffförderung über die Herstellung der Komponenten, über die gesamte Laufzeit bis zur Entsorgung ist im Vergleich zu einem modernen Euro 6 Dieselfahrzeug bis zu einer Laufleistung von 120.000 km schlechter. Die Energiebilanz ist aber nur ein kritischer Aspekt der Elektromobilität. Moderne Batteriezellen benötigen bei der Herstellung Kobalt und Lithium. Kobalt wird unter menschenunwürdigen Bedingungen mit Kinderarbeit im Kongo gefördert. Lithium wird in den Trockenregionen Südamerikas unter massivem Wasserverbrauch und nachhaltiger Schädigung der dortigen Ökosysteme industriell gefördert. Auch Nickel und Kupfer werden in großen Mengen für die Batterieherstellung benötigt. Die Preise für diese Rohstoffe drohen zu explodieren. Und die Entsorgung der Altbatterien ist in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt. Dieses Konzept wird keine grüne Zukunft, sondern eine traurige Zukunft sein. Fazit: Das Elektroauto und die Elektrifizierung von Flotten bleibt ein teures Vergnügen und verlegt den Auspuff der Fahrzeuge nur ins Ausland. Die AfD lehnt eine solche Verkehrspolitik ab. Die schleichende Enteignung der Dieselfahrer durch die unsäglichen Fahrverbote in deutschen Städten zeigt, wohin eine solche Verkehrspolitik führt. Es ist alles andere als Pionierleistung, den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter zu schädigen, den deutschen Steuerzahler weiter zu schröpfen und dem einzelnen Bürger durch Verbote sein Recht auf individuelle Mobilität weiter einzuschränken. Und Sie sollten diese sogenannte Pionierleistung wieder in die Schublade zurücklegen, wo Sie sie rausgeholt haben. Vielen Dank. Das war auch fast eine Punktlandung. Ich darf jetzt Frau Wissler von den Linken das Wort geben. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Hessen als Pionier nachhaltiger Mobilität heißt die Aktuelle Stunde der GRÜNEN, und das sind ganz schön große Worte. Und als ich die Aktuelle Stunde gesehen habe, dachte ich, Sie wollten über die Verkehrswende reden, über Fahrpreise vielleicht, über das geplante Seniorenticket, über den Ausbau des ÖPNV im ländlichen Raum oder eben diese Fragen, die wichtig sind für die Menschen im Land. Stattdessen haben Sie jetzt in den 5 Minuten die 5 Kilometer Lkw-Oberleitungen auf der A5, genannt ELISA, ins Zentrum gestellt, quasi eine Minute pro Kilometer in 5 Minuten Redezeit. Das fand ich etwas überraschend, weil ich glaube einmal, dass die gepriesenen Oberleitungen mit der Mobilität im Land jetzt relativ wenig zu tun haben, weil den meisten Menschen das natürlich relativ egal ist, weil es auf ihre Mobilität erstmal überhaupt keine Auswirkungen hat. Ich halte es aber auch aus verkehrlichen Gründen einfach für keinen Schritt nach vorne, denn die Güter gehören doch von der Straße auf die Schiene. Und insofern sehen wir es kritisch, wenn der rechte Streifen von Autobahnen jetzt elektrifiziert wird, anstatt es gleich richtig zu machen und die Güterstrecke z.B. neben der Autobahn richtig zu bauen, nämlich mit einer Schiene darunter.
Und das ist doch, über was wir reden müssen. Wie können wir es denn schaffen, Güterverkehr von der Straße zu holen und auf die Schiene zu verlegen? Wir müssen über Verkehrsvermeidung sprechen, gerade im Bereich des Güterverkehrs. Und wir müssen darüber reden, die Lkw-Maut ordentlich zu erhöhen, damit man eben auch einen Anreiz schafft, Verkehr auf die Schiene zu verlegen. Damit wären wir auf dem richtigen Weg. Aber stattdessen soll der Lkw-Verkehr jetzt noch baulich institutionalisiert und zementiert werden. Und das halten wir für falsch. 15 Millionen € für 5 Kilometer. Im Moment beteiligen sich 5 Speditionen daran. Ich sage mal so, das Geld wäre an anderer Stelle aus unserer Sicht besser ausgegeben, meine Damen und Herren. Weil entscheidende Fragen der Mobilität, das, was ja der Titel dieser Aktuellen Stunde ist, das sind doch die völlig überfüllten Busse und Bahnen, vor allem im Ballungsgebiet Rhein-Main. Es ist ein kaum vorhandenes Angebot auf dem Land. Das ist doch die Wirklichkeit der Mobilität in Hessen, ebenso wie die immer noch mangelhafte Barrierefreiheit an Bahnhöfen. Und ich will noch einmal deutlich machen, Mitnahmebänke und Bürgerbusse, das sind kein ÖPNV-Angebot, sondern das sind verkehrliche Almosen, wenn überhaupt, und überhaupt kein tauglicher Ersatz, meine Damen und Herren. Gestern und auch beim Radverkehr geht es nur im Schneckentempo voran. Teilweise geht die Entwicklung sogar in die falsche Richtung. Und hier brauchen wir dringend eine sinnvolle, baulich getrennte Radinfrastruktur. Und jetzt hatten Sie ja vor Kurzem angekündigt, dass es ein Seniorenticket geben soll für 365 € ab 2020. Wir haben das immer gesagt, wir begrüßen es grundsätzlich, dass immer mehr Menschen in den Genuss von günstigen oder sogar kostenlosen Fahrkarten kommen. Das ist sicher ein Weg, auch um die Attraktivität des ÖPNV gegenüber dem Auto zu steigern. Aber ich will auf das Problem hinweisen, dass natürlich neue Ungerechtigkeiten damit geschaffen werden, Herr Minister, weil in den Genuss von kostenlosen oder sehr günstigen Fahrten kommen Schülerinnen und Schüler, Studierende, Landesbeamte und Beschäftigte, demnächst ehrenamtlich Aktive, jetzt auch Seniorinnen und Senioren. Alle anderen zahlen weiterhin einen viel zu hohen Preis. Und da kann es eben sein, dass wenn man morgens in der S-Bahn sitzt, sich in der Frankfurter Innenstadt 4 Menschen treffen und über ihre Tickets sich unterhalten. Und die Gymnasiallehrerin hat ihr kostenfreies Landesticket, was wir ihr gönnen. Und die unterhält sich dann mit einer Rentnerin, die darf in Zukunft für 31 € pro Monat ebenfalls in ganz Hessen unterwegs sein. Daneben sitzt dann eine Aufstockerin auf dem Weg zum Job mit einem geringen Einkommen. Deswegen hat sie vielleicht Anspruch auf den Frankfurt-Pass und kann eine ermäßigte Monatskarte für 64 bis 80 € kaufen, darf damit aber nur in Frankfurt fahren. Und daneben sitzt vielleicht jemand, der ähnlich wenig Geld hat oder erwerbslos ist, der wohnt wegen den hohen Mieten nicht in Frankfurt, sondern in irgendeinem Vorort ohne Sozialticket und dem seine Monatskarte kostet dann 138 € jenseits der Stadtgrenze. Damit will ich deutlich machen, es gibt hier einfach neue Ungerechtigkeiten. Und weil es eben nicht viele kein Jobticket haben, kein ermäßigtes Jobticket. Und auch bei den Schülerinnen und Schülern gibt es Ungerechtigkeiten, weil die einen bekommen eben ihre 365 € komplett finanziert, weil sie weiter als 2 oder 3 Kilometer von der Schule weg wohnen. Andere wohnen näher an der Schule ran, haben vielleicht dieses Ticket nicht, weil sie es selber bezahlen müssten. Und das ist natürlich bei 2 Kindern sind, oder 3 Kindern sind 365 € auch nicht wenig. Also wir haben hier schon gewisse Ungerechtigkeiten. Und deshalb, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Dieses Wirrwarr müsste gelichtet werden. Wir müssten weitergehen in die Richtung eines sehr günstigen und perspektivisch kostenfreien ÖPNV für alle. Das wäre wirklich eine Pionierleistung beim Thema nachhaltiger Mobilität in Hessen. Eine Pionierleistung. In Berlin haben wir gerade das kostenfreie Schülerticket für alle eingeführt. Also, Sie waren auch dabei. Und eine Pionierleistung ist es auch nicht, den Frankfurter Flughafen immer weiter auszubauen. Und eine Pionierleistung sind auch nicht 5.000 Meter Lkw-Oberleitung auf der A5. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Tarek Al-Wazir das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Auf den Kollegen Naas ist Verlass. Der Kollege Naas ist so. Erstens ist es ihm durch eigenständige Recherche gelungen, den Schwerpunkt Elisa rauszumändeln. Und zweitens hat er wie immer mit einem Karlauer begonnen, nämlich indem er gesagt hat, nenn es nicht Elisa, nenn es doch lieber Eisenbahn. Und deswegen muss man an dieser Stelle vielleicht erklären, warum ich mich an dieser Stelle so sehr für
dieses Projekt engagiert habe, obwohl ich sonst grundsätzlich der Auffassung bin, dass Güter natürlich am besten auf die Schiene gehören. Das ist kein Widerspruch, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das will ich erklären. Auf den ersten Blick erscheint der Bau einer Oberleitung auf einer Autobahn, die dann von E-LKWs mit speziellen Pantographen genutzt wird, für viele wenig plausibel und wird häufig mit einem Kopfschütteln quittiert. Aber erster Punkt ist, wir sind auf Mobilität angewiesen, und das soll auch in Zukunft so bleiben. Und die zweite Überlegung ist, wir müssen bis 2050 unsere CO2-Emissionen nahe Null bringen, um den globalen Temperaturausstieg zu begrenzen. Und das bedeutet, alle Sektoren müssen diesen CO2-Ausstoß reduzieren. Und wir stellen fest, dass der Verkehr das bisher nicht geschafft hat und dass dort gerade der Güterverkehr ein besonderes Problem darstellt. Und deswegen werden wir an dieser Stelle auf Kraftstoffe umstellen müssen, die den Strom aus erneuerbaren Energiequellen beziehen. Das ist erst einmal grundsätzlich dieser Punkt. Das kann zum einen die direkte Nutzung des Stroms in der batterieelektrischen Mobilität sein. Das kann nach einer Umformung auch Wasserstoff sein. Das Problem ist, bei jedem Umwandlungsschritt haben Sie natürlich Umwandlungsverluste mit allem, was dazugehört. Aber auch in diesem Punkt sind wir aktiv. Ich darf einmal daran erinnern, dass der RMV gestern bekannt gegeben hat, dass er die weltweit größte Brennstoffzellenzugflotte bestellt hat, die ab 2022 in Hessen unterwegs sein wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das kann nach weiteren Umwandlungsschritten auch die Nutzung synthetischer Kraftstoffe in Verbrennungsmotoren sein. Aber die einfachste und übrigens auch älteste Lösung ist und bleibt bislang die direkte Nutzung des Stroms in batterieelektrischen Fahrzeugen, da diese Antriebsart den geringsten Bedarf an zusätzlichem Strom hat. Und deswegen ist die Verknüpfung der Verkehrswende mit der Energiewende ein ganz zentraler Ansatz dieses E-Highways, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen noch einmal zu den Zahlen, Stichwort Güter auf die Schiene. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 wird davon ausgegangen, dass das Transportaufkommen von Gütern in Deutschland bis 2030 über alle Verkehrsträger hinweg um 18% ansteigen wird. Man geht davon aus, wenn sich nichts ändert, dass 80% der Zunahme des Transportaufkommens, das sind 523 Millionen Tonnen, dabei auf den Straßengüterverkehr entfallen. Ich bin sehr dafür, dass wir an dieser Stelle auch über Verkehrsvermeidung nachdenken. Und ich sage das ausdrücklich, wenn ich sehe, dass inzwischen 20% dessen, was im Internet bestellt wird, auch wieder zurückgeschickt wird, dann sage ich mal ausdrücklich, alle müssen sich Gedanken machen, wie wir an dieser Stelle auch Transporte zukünftig vermeiden können, weil die sind an dieser Stelle auch ein großes Problem. Aber, liebe Kollegin Janine Wissler, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und bitte gerne 80% momentan. 80% des jetzigen Güterverkehrsaufkommens finden auf der Straße statt. Das ist ohne die prognostizierten Steigerungen 8% auf der Schiene. Ich bin sehr dafür, dass wir die Schiene stärken. Ich hoffe, dass Sie dann alle, wenn wir die neuen Schienentrassen bauen, auch dafür sind und nicht sozusagen auf der anderen Seite der Barrikade auftauchen. Aber selbst wenn wir da unglaublich erfolgreich sind und an dieser Stelle den Anteil in kurzer Zeit verdoppeln würden, dann haben wir gerade angesichts der Zuwächse immer noch die Situation, dass 80% auf der Straße stattfinden wird. Und deswegen werden wir uns auch Gedanken machen müssen über die Frage, wie wir das, was auf der Straße stattfindet, in Zukunft umweltfreundlicher abwickeln können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ausdrücklich. Es ist gut, dass Hessenmobil es gelungen ist, das, worum das Bundesumweltministerium uns gebeten hat, umzusetzen. Wir haben das in Rekordzeit geschafft, nämlich innerhalb von 2 Jahren. Und ich sage einmal ausdrücklich, da kann sich die Bahn bei ihren Elektrifizierungsplänen für den Güterverkehr auch noch einiges abschauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Minister, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die zwischen den Fraktionen vereinbarte Redezeit abgelaufen ist.
Ich bemühe mich ganz schnell. Ich wäre ja froh, wenn wir am Ende das Ziel, was die Bundesregierung sich richtigerweise gegeben hat, nämlich die Schienen von jetzt 60% auf 70% zu steigern in ihrem Elektrifizierungsgrad, wenn das schneller vorangehen würde. Ich habe z. B. die Odenwaldbahn und die Lahntalbahn da vor Augen als große Projekte, die sich in Hessen sozusagen vielleicht lohnen würden. Aber an der Stelle kann man sehen, wenn man wirklich mit Energie drangeht, kann man so etwas in 2 Jahren schaffen. Ich wünschte, die Bahn würde das auch so tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will ausdrücklich sagen, Stichwort, warum ist das nötig, dass wir das probieren? Es ist ein Test. Bisher ist 1/3 des hessischen Straßengüterverkehrs unter anderem Baustofftransporte im Nah- und Regionalbereich. 12% dessen, was auf der Straße stattfindet, sind Nahrungsmitteltransporte im fein verteilenden Versorgungsverkehr des Handels. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das wird immer auf der Straße stattfinden, so gut wir die Schiene auch ausbauen. Deswegen müssen wir uns Gedanken machen, wie wir an dieser Stelle das verbessern. Es soll keine Konkurrenz zur Schiene sein. Es soll dazu beitragen, dass wir an dieser Stelle auch den Verkehrssektor dahin bringen, dass er klimafreundlicher wird. Deswegen ausdrücklich. Letzter Punkt. Ja, es ist ein Test. Ja, es wird ausprobiert. Und jeder Test kann am Ende auch sozusagen sich an bestimmten Stellen als falsch herausweisen. Aber sollen wir müssen in alle Richtungen denken, liebe Kolleginnen, in alle Richtungen müssen es machen. Und das genau ist das Wesen von Pionierarbeit. Die Resonanz übrigens ist enorm. Wir haben Presseanfragen aus den USA, aus Korea, sonst woher. Die gucken sich das an, weil alle wissen, dass es sozusagen jedenfalls mit dem Diesel-Lkw, auch wenn die AfD quasi nach der Dampfmaschine gerufen hat, als das Beste aller Möglichkeiten, dass es jedenfalls in Zukunft auf den Diesel-Lkw so alleine nicht mehr funktionieren wird. Wir müssen dort alles probieren, was geht, weil der Zuwachs jedenfalls, wenn er so stattfindet, kann nicht so abgewickelt werden wie in der Vergangenheit und das, was jetzt ist auf der Straße, ebenfalls auch nicht. Und das ist der Grund. Und deswegen bin ich dankbar für die Aktuelle Stunde, weil sie vielleicht manchen erlaubt, das Parlament klüger zu verlassen, als sie hineingekommen sind. Das ist für jede Veranstaltung immer gut. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.